Frage: Wenn wir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 Mal in aufgeteilten Abständen sagen, erhalten wir dann den Lohn, der in folgendem Hadith steht: Wer am Tag 100 Mal sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, so ist es, als hätte er 10 Sklaven befreit, ihm werden 100 gute Taten niedergeschrieben und 100 Sünden ausgelöscht. Es ist für ihn ein Schutz vor dem Satan an diesem Tag, bis er in den Abend kommt. Und niemand kommt mit etwas Besserem, außer ein Mann, der mehr tut. Kann dieser Hadith mit folgendem Hadith zusammengeführt werden: Wer einen muslimischen Sklaven befreit, bei dem wird Allah für jeden Körperteil des Sklaven ihm jedes Körperteil vom Höllenfeuer befreien, sogar seinen Schambereich für dessen Schambereich. Inhalt der Antwort: Alles Lob gebührt Allah. Erstens, Al-Bukhari in der Nummer 3293 und Muslim mit der Hadith Nummer 2691 überlieferten über Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer am Tag 100 Mal sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, so ist es, als hätte er 10 Sklaven befreit, ihm werden 100 gute Taten niedergeschrieben und 100 Sünden ausgelöscht. Es ist für ihn ein Schutz vor dem Satan an diesem Tag, bis er in den Abend kommt. Und niemand kommt mit etwas Besserem, außer ein Mann, der mehr tut. Im Hadith wurde nicht vorausgesetzt, dass dies 100 Mal hintereinander gesagt werden muss, um so diesen Vorzug zu erhalten. Daraus wird klar ersichtlich, dass diese Angelegenheit umfangreicher ist und dass der Lohn erlangt werden kann, wenn dies an einem Tag zustande kommt und nicht hintereinander. An-Nawawi, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte: Offensichtlich wird aus dem Hadith entnommen, dass diesen erwähnten Lohn in diesem Hadith derjenige erlangen kann, der den Tahlil 100 Mal am Tag sagt, egal ob hintereinander, aufgeteilt in mehreren Sitzungen oder einen Teil zu Tagesbeginn und den Rest zu Tagesende. Am besten aber ist, wenn man es hintereinander zu Tagesbeginn sagt, damit der Schutz den ganzen Tag über anhält. Aus Sharh an-Nawawi ala Muslim 17-17. Zweitens, es wurden Ahadith vom Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, überliefert, in denen er dazu anspornte, Sklaven zu befreien. Dazu gehört Al-Bukhari mit der Hadith Nummer 6715 und Muslim mit der Hadith Nummer 1509 überlieferten über Abu Huraira, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer einen muslimischen Sklaven befreit, bei dem wird Allah für jeden Körperteil des Sklaven ihm jedes Körperteil vom Höllenfeuer befreien, sogar seinen Schambereich für dessen Schambereich. Ahmed mit der Hadith Nummer 15417 überlieferte über Sahel ibn Hunayf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer einen Sklaven befreit, der mit seinem Herrn einen Freilassungsvertrag hat, den wird Allah an dem Tag Schatten spenden, an dem es nur seinen Schatten gibt. Es gibt grundsätzlich keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Hadithen, sodass man versuchen müsste, diese miteinander zu vereinen. Vielmehr besagt der Hadith über den Vorzug des Tahlil, dass derjenige, der am Tag 100 Mal sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, so wird erhofft, dass er belohnt, bevorzugt und von Höllenfeuer befreit wird, so wie dies bei demjenigen erhofft wird, der einen muslimischen Sklaven befreit. Al-Qadi Iyad, möge Allah ihm barmherzig sein, hat dies so erklärt. Siehe auch Sharh an-Nawawi ala Muslim 17-18. Im Hadith selbst wird nicht erklärt, was derjenige erhält, der einen muslimischen Sklaven befreit. Dies wird vielmehr in einem anderen Hadith erwähnt, in dem erklärt wird, dass Allah ihn für jeden Körperteil des befreiten Sklaven vom Höllenfeuer befreit. Und Allahs Vorzug ist groß und seine Großzügigkeit gewaltig. Ibn Rajab, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte: Die Verwirklichung des Wortes der alleinigen Anbetung Allahs Tawhid führt dazu, dass man Sklaven befreit, und die Befreiung von Sklaven führt dazu, dass man vom Höllenfeuer befreit wird, so im authentischen Hadith erwähnt wird, dass derjenige, der es 100 Mal sagt,
es so ist, als hätte er 10 Sklaven befreit. Es wurde auch authentisch überliefert, dass derjenige, der es 10-mal sagt, es so ist, als hätte er 10 Kinder Ismails befreit. Im Sunan von Abu Dawud und anderen Werken wird über Anas überliefert, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Wer sagt, wenn er in den Morgen und in den Abend kommt, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik, annaka antallahu la ilaha illa antu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk? O Allah, ich komme in den Morgen und lasse dich, die Träger deines Throns, deine Engel und all deine Schöpfung bezeugen, dass du Allah bist. Es gibt keinen Gott außer dir und Muhammad ist dein Diener und Gesandter. Dessen Viertel wird Allah aus dem Höllenfeuer befreien, wenn er es zweimal sagt. Dessen Hälfte wird Allah aus dem Höllenfeuer befreien. Wer es dreimal sagt, von dem wird Allah drei Viertel aus dem Höllenfeuer befreien. Und wer es viermal sagt, den wird Allah komplett aus dem Höllenfeuer befreien. Aus Lataif al-Ma'arif, Seite 283. Somit soll dieser große Vorzug ein Antrieb dafür sein, noch mehr Gutes zu tun und danach zu streben und nicht mehr faul und träge bei guten Taten zu sein. Man soll sich über diesen Vorzug und Lohn auch nicht wundern oder ihn als weit entfernt erachten, und Allah weiß es am besten.